Wenn man sich's genau überlegt, ist ein Telefon eigentlich ja schon eine verrückte Erfindung. Man drüllt an einer Scheibe und schon kann man mit jedem Mensch auf der Welt, der so einen Apparat hat, schwätzen. Das ist natürlich schon sehr bequem, aber manchmal auch schon ein paar lästig. Ich kann euch verraten, dass das Telefon in dieser Geschichte wirklich lästig ist. Auf alle Fälle für den Pumuckl. Und das war so. Wie fast in jedem Beruf gibt es auch für den meisten Redner Zeiten, wo er vor lauter Arbeit nicht aus- und einweist. Und dann wieder flaue Zeiten, wo die Aufträge sozusagen nur so reintröpfeln. An so einem flauen Tag hat der Meister Eder zum Pumuckl gesagt: «So, jetzt können wir ein bisschen ausschnaufen, Pumuckl. Im Augenblick ist so wenig los, dass wir direkt einen Tag blau machen können.» «Braucht man da viel Farbe?» «Überhaupt keine. Der Tag wird ganz von allein blau, wenn man nichts tut.» «So wie man von Kälte blau wird, wenn man nichts anlegt.» «Ja, so ähnlich. Was meinst du, wenn wir zwei morgen mal in den Zoo gehen würden?» «In den Zoo?» «Ja, da gibt's Löwen und Bären und Elefanten und Seehunde.» «Also ein Seehund würde ich schon gern sehen. Aber ein Löwe ist doch gefürchtet gross. Und wenn der Hunger hat, dann ist er doch schrecklich fräsig und meint vielleicht, ich sei ein Dessert.» «Ja, kannst denken. Da musst du keine Angst haben. Erstens bist du ja unsichtbar, weil es außer mir noch viele andere Leute im Zoo hat. Und zweitens sind die wilden Tiere alle hinter Gitter. Oder es ist ein Wassergraben dazwischen. Nein, Pumuckl, da kann dir nichts passieren. Aber es hat ja auch noch Rede. Reh! Alle Kobold haben gern Reh. Und Hasse? Hasse! Alle Kobold streicheln gerne Hasse. Und Giraffe? Giraffe! Alle Kobold! Jetzt weiss ich gerade nicht, was Kobold mit den Giraffen machen. Aber es fällt mir dann schon wieder ein. Sind Giraffen auch liebe kleine Tiere? Ja, also lieb sind sie schon. Aber es so gross, dass bequem können Granium fressen vom feisten Brett im ersten Stock. Du wirst staunen. Staunen dann die Leute nicht im ersten Stock, wenn ihre Granium gefressen werden? Weisst, im Zoo gibt's keinen ersten Stock, Pumuckl. Dann sind aber die Giraffen sicher traurig. Ja, woher? Die kommen genug zu fressen über im Stall. Ist meine höchste Zeit, dass wir einmal miteinander in den Zoo gehen. Oh ja, dann gehen wir jetzt aber ganz schnell, gell? Ganz schnell, gerade jetzt auf die Stelle. Heute ist es zu spät. Nein, jetzt gehen wir. Nein. Wir gehen morgen am Morgen und nehmen etwas zu essen mit. Dann können wir bleiben, bis wir alles gesehen haben. Bis wir alles gesehen haben. Ui. Die Löwen und Bären und Elefanten und Hasen und Rehe und Giraffen und Taffen und Papageien und Zebra und überhaupt alles zusammen. 1311, 1917 Tiere. Das gibt den blauesten von allen blauen Tagen, die es nur mehr gibt. Und das dumme Telefon nehmen wir auch nicht ab. Höchstens, wenn ein Löwe anruft. Morgen gehe ich dann nicht ans Telefon. Aber heute schon noch. Ja, Schreinerei Eder? Grüezi, Herr Eder. Da ist Professor Bergmeier. Schön, dass ich Sie gerade noch erreiche. Grüezi, Herr Professor. Ja, Herr Eder, ich verreise übermorgen für 2 Monate. Und jetzt habe ich gedacht, ob Sie mir während meiner Abwesenheit mein Arbeitszimmer neu einrichten könnten. Ich sollte eine Schrankwand haben, rundum Büchergestell und einen neuen Schreibtisch. Ja, Frieli, das sollte schon gehen. Wunderbar. Dann sollten wir uns vielleicht morgen Nachmittag mal zusammensitzen und uns ganz ein bisschen aufzeichnen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungeschickt. Gerade morgen geht es mir nicht gut. Wie wär's denn übermorgen? Das ist leider zu spät, Herr Eder. Übermorgen reise ich schon ab. Ja, in dem Fall. Ich schaue, dass ich es einrichten kann. Wunderbar, Herr Eder. Meine Adresse kennen Sie ja. Ja. Aber vielleicht geben Sie mir noch Ihre Telefonnummer, falls irgendetwas los ist. 36 00 91. Danke. Also dann, bis morgen. Gern, ja. Ich freue mich, dass es klappt. Ganz meinerseits, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr.
We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.